Ja, wir waren auf der Gamescom und konnten natürlich auch ein paar Spiele anzocken. Also jetzt hier ein paar Reviews zu den Spielen, die wir anzocken konnten. Los geht's mit Kingdom Come Deliverance. Meiner Meinung nach ist Kingdom Come Deliverance ein sehr schönes neues Spiel und das mit seiner Open-World-Charakteristik so aussieht wie Skyrim. Die Grafik ist sehr schön, neumodisch gehalten. Das Kampfsystem ist innovativ mit seinen verschiedenen Treffpunktstellen, dass man eben die Maus in diese Richtung bewegt und dann auch von dieser Richtung aus angreift beziehungsweise dann auch in diese Richtung blocken kann. Die Quests sind, sagen wir mal, vielseitig, wobei natürlich die Auswahlmöglichkeiten dabei auch sich unterscheiden. Die eine Quest im Tutorial oder in der Demo beinhaltet zum Beispiel, dass man entweder den Besitzer, von dem man das Geld möchte, zusammenschlagen kann oder ihn direkt ausrauben kann. Ne? Das kann eine Story und eine Quest direkt verändern. Ob man natürlich später ein Skillsystem bekommt und sich dadurch verbessern kann, ist die Frage. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe zwar einen Skillbaum oder jedenfalls einen Skillreiter dafür gesehen, aber den konnte man jetzt in der Demo, die wir eine Viertelstunde oder dann eine halbe Stunde anzocken konnten, leider nicht weiter erforschen, weil das ja nur eine kleine Questreihe war. Insgesamt sieht das Spiel ziemlich divers aus, also Diversität. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine sehr schöne Storyline vorhanden ist. Ob es verschiedene Enden geben wird, ist dabei fraglich. Auf jeden Fall hat das Spiel sehr großes Potenzial, besonders wegen des Kampfsystems und der Open World. Von daher kann ich dieses Spiel nur weiterempfehlen. Was das Ende des Spiels anbelangt, es wird immer das gleiche sein. Doch die Art, wie man das Spiel durchspielt, ist einem komplett selbst überlassen. Man kann der Hau-drauf-Typ sein, man kann der Typ sein, der mit allen redet und diplomatisch eine Lösung findet, oder der Assassine oder sonst was. Man kann sich da komplett selber frei entfalten. Ja, also mein Gefühl bei der ganzen Sache, ich hatte von vornherein, war ich etwas skeptisch, da mich das Kampfsystem noch nicht so wirklich überzeugt hatte. Ich hatte Angst, dass das ganze Kampfsystem die Sache, auch so schön wie das Spiel gestaltet ist, so schön wie die Story gestaltet ist, das Kampfsystem das Ganze ein wenig runterreißt. Insgesamt technisch ist es gut gelöst. Es ist eine gute Lösung für ein sehr komplexes System. Doch es ist sehr schwer zu lernen. Wir haben mit Maus und Tastatur gespielt. Ich werde es im Nachhinein, wenn ich selber spiele, wahrscheinlich mit Controller spielen. Da man eben diese, 1, 2, 3, 4, 5 Richtungen, die man angreift oder blockt, dann eben viel einfacher auswählen kann. Das habe ich auch schon bei For Honor zum Beispiel erlebt. Da sind zwar nur 3 Positionen, aber da ist es genauso, dass es einfach mit dem Controller viel leichter ist, die richtige Position auszuwählen. Ich hatte da mit der Maus in der Demo ziemliche Probleme. Ja, wir konnten auch mit dem Controller spielen auf der Gamescom, aber den habe ich nicht genutzt. Nur ganz kurz eben, um zu testen, ob damit die Positionsabfrage im Kampf einfacher wird. Ja, also wie schon erwähnt, du kannst jede Mission, jede Quest so lösen, wie du willst. Du kannst, wie Jesus schon sagte, entweder den Typen überreden, du kannst den Typen verprügeln, du kannst den Typen direkt beklauen, wenn er dir irgendwas schuldet oder sonst was. Du kannst aber auch mit einem Typen, der dir nichts schuldet, hingehen und sagen, weil du irgendwas von ihm brauchst, meinetwegen Kohle oder sowas, Holzkohle, hingehen und sagen, ja, ich habe kein Geld, ich wollte es aber trotzdem kaufen, versuchen kannst du es. Oder du kannst hingehen, du klaust vorher was und tauschst das dann ein. Oder du gehst hin und klaust ihm das auch einfach. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das zu lösen. Was die Story anbelangt, es ist alles sehr realistisch gehalten, das ist der Realität nachempfunden. Natürlich nicht Henry selber, alles was er da macht, ist passiert, nein. Aber insgesamt der Storyline-Faden ist genau so, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht mehr genau, früher im Mittelalter passiert. Von daher, ich werde es mir kaufen, ich werde es spielen. Und für alle, die etwas näher sich in ein Spiel reinfummeln wollen und nicht einfach nur ein, ich sag mal, fertiges Stück Spiel vor sich haben und einfach losspielen wollen und dann direkt den größten Boss zu plätten,
Für alle solche ist das Spiel, glaube ich, nichts. Aber für alle, die sagen, okay, ich fuchse mich da jetzt rein, ich setze mich daran, ich lerne das jetzt, ich möchte das lernen, und das ist also bei diesem Spiel sicherlich wert, das zu lernen, ist dieses Spiel auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ein weiteres Highlight war natürlich auch Assassin's Creed Origins. Da haben wir auch vor Ort direkt ein Review aufgenommen und ich hoffe, man kann uns so ein bisschen verstehen. Wenn es gar nicht geht, gibt es halt Untertitel. Das, was mich am Anfang irritiert hat, war die hohe Sensibilität. Aber das ist Einstellungssache. Das kannst du mit dem Controller alles einstellen. Ja. Aber insgesamt steuert er sich direkter als jeder andere Assassin. Ja, ja. Mehr angesprochen als der Wirkung. Man braucht flüssiges Klettern. Genau, flüssiges Klettern. Man braucht keinen Sprintknopf mehr. Ja. Was der sprintet auch, einfach durchgängig. Ja, ja, genau. Ja, ich habe auch natürlich RT zum Sprinten, dann schlägt er. Hä, was ist, hä, warum hat er jetzt geschlagen? Habe ich irgendwas Falsches gedrückt? Ja. Nochmal und ich bin nochmal geschlagen. Aha! Dark Souls Kampfsystem. Ja, ein bisschen, ja. Zumindest von der Tastenbelegung her. Ja. Schönes Setting. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ich habe, als sie das auf der E3 angekündigt haben, war ich schon mehr so. Ne, okay. Ägypten ist ein Setting, das hatten sie noch nie so gar nicht. Es ist neu. Kaum andere Spiele verwenden das. Aber ich hatte Angst, dass es kacke wird. So leer irgendwie. Ja. Aber es geht tatsächlich jetzt im Endeffekt. Jerusalem ist jetzt nicht Afrika, aber es ist nicht unbedingt weit entfernt. Ja, das stimmt wohl. Die haben das schon in diese Richtung schon mal gemacht. Aber eben nicht hundertprozentig. Aber ich finde schön, dass sie jetzt in den Zeit der Pharaonen und in den ganzen Kram da zurückgehen. Und da jetzt ein bisschen rumfuchteln. Ich finde die Gegner jetzt schwerer als in den vorigen Teilen. Ja, das stimmt. Weil ich nicht aufs Kampfsystem klargekommen bin, ja, direkt zu Anfang. Der Captain hat mich richtig gefickt. Den Captain, nö, der war ganz in Ordnung. Den habe ich einfach, von Bord geschmissen. Ach so, okay. Der Commander war das Problem. Yeah. Heavy Strike, Alter, musst du einmal ausweichen und von hinten angreifen. Das war easy. Das Ding ist, ich dachte, ich kann blocken. Ich habe ja schließlich ein Schild dabei. Ja. Hab die Taste aber nicht gefunden. Ah, okay. Ja, okay. Also, es hat mir gefallen, dass er sich deutlich direkter steuert. Er hat bei mir das gemacht, was ich machen wollte. Dann bin ich wahrscheinlich einfach noch nicht drauf klargekommen, dass ich die Sprinttaste nicht mehr drücken musste. Wahrscheinlich. Weil jetzt springt er durchgängig. Ja. Also ich hab ihm gesagt, er soll gegen Schild springen, also soll gegen Schild gesprungen, also gegen die Schilderwald da. Ja. Ich habe ihm gesagt, geh weiter nach rechts, dann ist er von der Leiter gesprungen. Ne? Aber wenn du ihm sagst, du geh hoch, dann geht er hoch. Ja, das stimmt wohl. Also bei mir hat er das gemacht, was er machen sollte. Wenn er natürlich ein bisschen deine Tasten bewegt, dann macht er auch was direkt. Also er ist feinfühliger geworden. Mhm. Also wenn wir das jetzt mal mit dem Knallerbeispiel Altair vergleichen, erster Teil. Ja, natürlich. Da ist ja sowieso alles besser. Aber ja, klar. Sorry, kann ich nichts zu sagen. Ich dachte, die Demo geht auf Mission einmal durchspielen und nicht auf Zeit. Ging aber leider auf Zeit. Ja, also es geht wahrscheinlich dann auch um das. Also er hatte wie hieß die Assassinen da? Magi? Magi. Das war auch, glaube ich, historisch korrekt. Das waren sozusagen die SEK-Leute von heute, sozusagen. Okay. So wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, ob das historisch jetzt korrekt ist. Es ist halt natürlich gefährliches Halbwissen jetzt, aber ich nehme an, dass sie das natürlich historisch korrekt gemacht haben. Ja, also der meinte, war so ein Typ, der hat für die das irgendwie das Monopoly, Assassin's Creed oder sowas mitentwickelt. Ja. Und der meinte wohl, das ist das erste historisch korrekte Assassin's Creed seit langem wäre. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass es irgendwelche richtige Bedeutung hat. Ja, eben. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie darum geht, dass man die der Priesterschaft helfen muss oder sowas oder dann denen vielleicht auch dann später irgendwie vielleicht dann auch dagegen geht. Also erst hilft man denen und dann tötet man sie. Ja, wer weiß, vielleicht ist es, was ich mitgekriegt habe aus anderen Gameplay, was ich aber auf YouTube schon gefunden habe, eben vom Gamescom Dienstag, das war dass irgendwie insgesamt eine Verschwörung der Anubis-Priester oder sowas ja, vonstatten geht
oder zumindest glauben alle, dass die Anubis-Priester schuld sind, dass zum Beispiel der heilige Bulle und sowas vergiftet wurde und der ist dann verreckt und Zeug. Aha. Eben, dass eine Volksgruppe meint so, yo, wir müssen jetzt mal aufmischen. Es kann natürlich sein, also das ist einfach Spekulation, es kann natürlich auch sein, dass so gesagt wird, yo, ich gehe jetzt den Anubis-Priestern auf den Grund, dann spricht er mit dem, bevor er die umbringen möchte und dann sagen die sowas. Oder sagt, oh, da läuft Triss rum. Ja, oder irgendwie Otto den Pharao oder sowas. Weil der Pharao ist eigentlich schuld oder so. Genau, weil irgendwie, wer weiß auch immer, der, vielleicht der Pharao hinter den Anubis-Priestern steht, ja, und sowas die kontrolliert, aber kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. Irgendwie muss es aber auch zur Gründung der Assassinen kommen. Die Assassinen, beziehungsweise die Magi sind ja zu dem Zeitpunkt, den wir gerade gespielt haben, noch nicht die Assassinen. Ja, also heißt ja Origins. Ja, die Ursprünge. Genau. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, Jesus wird sich das Spiel kaufen. Ich wahrscheinlich auch einfach, weil ich Assassin's Creed Fanboy bin. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach noch nicht so ganz überzeugt. Ich werde es mir trotzdem kaufen. Das war's mit dem ersten Part zur Gamescom 2017. Im nächsten Part geht es weiter mit Mittelerde, Schatten des Krieges, Need for Speed, Payback von EA, Star Wars Battlefront 2 und zu guter Letzt Lego Marvel Super Heroes Nummer 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like, Kommentar oder sonst was da, irgendwie Kritik oder sowas gerne gesehen. Schaut dann auch im zweiten, vielleicht auch dritten Part mal rein, wenn wir unseren Senf zu diesen vier Spielen abgeben. Und bis dahin, ciao!